willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute dreht sich alles um Lapras. Ihr werdet es nicht glauben, immer noch ein voll korrektes Pokémon. Ich fand das damals so niedlich, immer in den Pokémon-Sendungen, Folgen, im Zeichentrick, wunderbar. Und jetzt wollen wir erstmal was richtig Geniales machen. Und zwar holen wir uns hier eine Belohnung ab von der Feldforschung. Und was haben wir da? Boom, ein schillerndes Lapras aus der Feldforschung. 10,94. Das fangen wir jetzt erstmal mit gelber Beere. 88 Hyperbälle, nicht mal in den Kreis getroffen, aber das ist natürlich nicht alles. Jetzt bleibt wieder die Grafik stehen, der Ball wackelt nicht mal, der bleibt einfach gefreezed. Aber das ist natürlich sehr cool, hier ein schillerndes Lapras für die Sendung zum Vorzeigen und zum Nichtfangen, wenn man immer so blöd daneben schießt. Die Frage natürlich, habt ihr auch schon ein schillerndes Lapras? Habt ihr vielleicht eins wild gefangen oder habt ihr eins aus der Feldforschung bekommen? So wie ich jetzt hier, Serie, 2 Tage, nehmen wir auch noch mit. Erster Fang des Tages. Bam! Und da ist es, ein schillerndes Lapras. Wirklich stark, 2. Satz, aber egal. Denn jeder hat nun die Möglichkeit, ein schillerndes Lapras zu bekommen, auch ohne Quests, auch ohne wild zu fangen, ohne das Ganze drumherum. Denn die Quest war ja wirklich extrem selten, muss man sagen. Viele sind da schon verzweifelt, haben gesagt, ja, die Quest, ich suche die Lapras-Quest, die gibt's doch gar nicht, hin und her. Aber jetzt ist was angekündigt worden natürlich wieder. Es wird einen Lapras-Tag geben, der Lapras-Day. Wir wollen das euch mal hier zeigen, denn die Kollegen von Go Games, die ja immer gute Infos rausknüppeln, darauf wollen wir uns jetzt beziehen. Eine Raid-Woche wurde nämlich angekündigt und das Ganze ist auch schon nächsten Samstag soweit mit Lapras. Nächsten Samstag wieder mal so eine Art Raid-Day, wie es eben bei Gengar war, wie es bei Arctos, Lavados, Zapdos war, bei den Vögeln. Und ab dem 21. Mai beginnt erstmal die Raid-Woche. Da werden die Raid-Bosse wieder gewechselt. Ihr habt dann so in den 1er, 2er, 3er, 4er Raids andere Viecher drin, was wir hier auch sehen können. Da habt ihr zum Beispiel dann Macholo, Bummels, Shinux, Bronzel. Macholo kann schillernd sein, Bronzel kann schillernd sein, Shinux kann schillernd sein. Bronzel ja ganz neu, wird mit dieser Raid-Woche dann eingeführt. Deswegen geht raus, macht Bronzel-Raids. Wäre natürlich cool gewesen, wenn das zu diesem Berlin-Event schon eingeführt worden wäre, wo es vermehrt aufgetreten ist, aber jetzt wird es in der Raid-Woche eingeführt. Da also coole Sachen dabei, ich muss sagen, Macholo brauche ich leider nicht mehr, Shinux auch nicht. Bronzel wäre vielleicht interessant, da zu jagen auf den kleinen Accounts. Dann bei den Level 2 Raids, was haben wir da dabei? Traunfugil fehlt mir immer noch als Shiny. Flunkiefer habe ich schon als Shiny, Barschwa habe ich als Shiny, Perlu habe ich als Shiny und ja, Bidifas, gut, das ist kein Shiny, kann man so entwickeln. Ich gehe jetzt mal wieder nur auf die Shinies ein, die interessant sind. Seht ihr auch, hier steht ja auch immer dabei, was alles Shiny sein kann. Dann haben wir in den Level 3 Raids ein Sichlor. Das ist natürlich auch richtig cool, richtig cooles Pokémon, sieht gut aus, kann Shiny sein, habe ich mittlerweile aber auch schon. Alola Raichu habe ich schon und Aerodactyl habe ich auch schon. Der Rest wieder eher uninteressant für mich. Für euch natürlich eine gute Chance, wieder mal auch Aerodactyl nochmal zu bekommen. Gibt ja auch viele, die das einfach noch nicht haben. Und in den 4er Raids, was haben wir da? Alola Knogger habe ich auch schon, Shiny. Und Absol Shiny habe ich auch schon. Dragoran kann ja leider nicht Shiny sein aus den Raids, genauso wenig wie Despotar oder Metagross, obwohl es sie ja Shiny im Spiel gibt, aber ihr eben dann entwickeln musstet an den Z-Days. Das ist aber trotzdem cool, also da sind viele gute Pokémon dabei, gerade Dragoran und Despotar oder Metagross sind richtig gute Angreifer, da könnt ihr richtig reinhauen in den Raid, in der Raid-Woche. Wie gesagt, Shiny Bronzel wird eingeführt, sehen wir auch hier nochmal. Es gibt aber nicht nur das, sondern auch bestimmte Boni. Ihr haltet also auch doppelten Sternenstab aus den Raids. Statt 1000 Sternenstab, also 2000 pro Raid, den ihr macht und doppelte Erfahrungspunkte. Wenn ihr also 5er macht, kriegt ihr nicht 10.000, sondern 20.000 für einen 5er. Mit Glücksei gleich 40.000 für einen 5er. Wenn ihr da mal 3 Stück macht, ist ja möglich, auch mit einem Glücksei, gibt es gleich 120.000 Erfahrungspunkte auf die Glocke.
das ist eine coole Sache. Da kann man reinhauen, wenn man eine krasse Community Day Community hat, mit der man rumgehen kann, wo man einfach raiden kann, bis die Schwarte kracht. Dann wird es am Mittwoch, dem 22. von 18 bis 19 Uhr wieder diese Abendstunde geben, sagen wir es mal, wo eine Stunde lang wirklich an jeder Arena Raids sind, vermehrt Raids stattfinden. Diesmal aber keine legendäre Abendstunde. Diesmal bezieht sich das nicht auf die 5er Raids alleine, sondern eben auf alle Raids. Erscheint also alles mögliche querbeet, aber müsste wirklich überall was dran sein. Und das krasseste und beste natürlich, der Labras Raid Tag am Samstag, den 25. Also nächste Woche Samstag von 11 bis 14 Uhr. Die Zeiten kennt man ja, die sind ja auch beim Community Day immer so gewesen. Und ja, dann habt ihr wieder 3 Stunden Zeit, Labras zu raiden. Kriegt wieder 5 freie Pässe natürlich. Ihr seht nochmal das Shiny, wie das aussieht. Es kann auch die Legacy-Attacken natürlich erlernen. Eissplitter, Eisstrahl. Und ja, das ist ein richtig cooles Pokémon einfach. Und wer die Quest nicht hatte, kann jetzt an diesem Labras-Tag sich eben ein Shiny sichern. Die Rate ist da natürlich deutlich hoch. Oh, wenn ihr in den 3 Stunden so 20, 25 Raids gemacht habt, wer das eben möchte, der kann nicht nur gut Erfahrungspunkte sammeln und Arenen vergolden, der kann auch natürlich ein paar coole Legacy-Moves bei seinem Labras ergattern und ein Shiny, also was will man mehr? Natürlich war das bei den Vögeln noch krasser, weil das ja eben 5er Raids waren, aber Labras war nur ein 4er Raid, aber Gengar war ein 3er Raid-Pokémon, was dann eben in den 4er-Raid gesteckt wurde. Trotzdem könnt ihr da saftig Raids machen und Erfahrungspunkte sammeln. Ich habe meinen Labras jetzt schon, werde trotzdem, wenn es mir möglich ist, da mitmachen, eben auch um die Erfahrungspunkte mitzunehmen und noch ein paar zu haben. Würde gerne nämlich auf einem anderen Account dann auch eins haben zum Rübertauschen als Glücksfreunde, denn das ist ein Pokémon, das hätte ich gerne als Lucky Shiny Pokémon, weil das eben so genial aussieht und das eben auch größer ist und den blöden Hintergrund bedeckt. Dann würde es auch bestimmte Quests geben, die für die Raid-Woche gilden. So Sachen halt wie, dass du so und so viel Raids gewinnen sollst oder gewinnen musst. Und ja, das war's, glaube ich, eigentlich. Alles Interessante. Ihr könnt natürlich jetzt nochmal reinschauen. Habt ihr denn genügend Raid-Pacer? Wenn nicht, natürlich nochmal Münzen aufladen, nochmal ordentlich reincashen oder genügend Freunde versammeln, die alle genügend Raid-Pacer haben und begeistert sind. Dann würde ich sagen, genießt die Woche. Geht los also am... Jetzt müssen wir es nochmal gucken. Am Dienstag, den 21. Mai. Wir können also erst ab Mittwoch dann aber wieder loslegen. Aber da geht es schon wieder Schlag auf Schlag. Am Sonntag ist auch der Community Day. Nächste Woche Samstag dann schon wieder der Labras Day. Dazwischen dann also noch die Raid-Stunde und die ganze Woche die Raid-Woche. Also Niantic lässt uns keine Ruhe, wie gesagt. Und zum Community Day wollen wir euch auch noch was zeigen, kurz von Go Games. Nämlich die Attacke wurde bekannt gegeben. Es gibt also dann Lohe-Kanonade, wie auch bei Glurak. Und die konnte man sich eigentlich schon denken, aber Feuerfeger wird es auch exklusiv geben für eben Logok. Die könnt ihr dann dauerhaft erlernen, auch nach dem Event könnt ihr ihm die beibringen. Hier seht ihr nochmal die Shiny-Familie von den 3. Ist ja immer das Ziel, dass man einfach 3 Shinies fängt, damit man jede Stufe hat, wenn man die Familie auf der Hand haben möchte. Und ja, Logok wird dann also ein besserer Feuerangreifer als Glurak oder als irgendwas anderes. Ich habe unten irgendwas gelesen, also ich finde es ein bisschen komisch. Entei, hier steht nämlich nur Lavados Glurak, aber anscheinend ist es auch vor Entei, obwohl Entei ja trotzdem ein dickes, legendäres Pokémon ist. Obwohl Logok natürlich nicht so viel aushält, also. Aber wer kämpft schon großartig mit Feuerangreifern? Ich weiß nicht, die habe ich so gut wie noch nie eingesetzt. Bei anderen ist das anders, aber das ist eigentlich nicht so interessant. Selbst die Lohe-Kanonade, gut, die nimmt man mal mit bei seinem höchsten Shiny, so mache ich das immer, damit das eben speziell ist. Aber so Sachen wie Kindwurm, Bruder Lander, Wutanfall, das war natürlich viel interessanter, viel heftiger.
Und ja, dann würde ich sagen, freut euch schon mal auf den Community Day am Sonntag. Denkt dran, dreifach Sternstaub gibt es, Sternstück nicht vergessen, reinhauen. Und nächste Woche dann also die Raid-Woche, die Raid-Stunde und der Labras-Day. Alles in einer Woche. Richtig krasse Sache auf jeden Fall. Und sichert euch euer Shiny Labras. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.